Einen schönen guten Tag. Nach circa 7 Monaten wende ich mich noch einmal an Sie, diesmal auch wieder mit einer Videobotschaft. Seit November 2020, seit jetzt 4 Monaten, sind wir im Lockdown. Das heißt also, im Grunde steht das öffentliche Leben still und so wie Ihnen geht es auch meinen Kollegen und auch mir. Wir möchten alle, dass dieser jetzige Zustand möglichst schnell vorbeigeht. Ich glaube, wir alle wissen, dass diese Einsamkeit viel aus uns gemacht hat und wir uns wirklich von Herzen wünschen, dass dieser Zustand möglichst schnell vorbei ist. Was ist in den letzten mittlerweile fast 12 Monaten, sprich also seit einem Jahr, passiert? 334 Menschen haben sich in der Gemeinde Brüggen insgesamt bis zum heutigen Tag an Corona infiziert. Aktuell, und das ist eine unglaublich gute Zahl, wobei man sagen muss, dass jeder Infizierte einer zu viel ist, sind es nur noch 7. Aber wir müssen auch 10 Tote beklagen. 10 Familien haben einen geliebten Menschen verloren. Und egal, was Corona macht und egal, wie wir damit umgehen, das ist einfach nicht hinnehmbar. Und jeder Verstorbene ist einer zu viel. Und genau das hat uns bewogen zu überlegen, wie wir mit der jetzigen Situation umgehen. Wir wollten aufhören, einfach nur uns der Situation zu stellen und passiv zu versuchen, die Zeit auszuhalten. Nein, wir haben uns überlegt, was passiert, wenn Impfstoff da ist? Was passiert, wenn Menschen geimpft werden können? Und diesbezüglich haben wir uns an die hiesigen Gemeinschaftspraxen gewandt, an alle 3 Praxen in Brüggen und in Bracht und haben, das freut mich sehr, mit den Ärzten eine Vereinbarung treffen können. Alle Ärzte sind sich einig darüber, dass bei einer Situation, dass genügend Impfstoff da ist und dass die Ärzte in der Verantwortung sind, selber impfen zu dürfen, die Praxen überlastet werden würden. Neben dem Umstand, dass man Anamnesebögen überprüfen muss, dass man Wartezeiten vorhalten muss und dass darüber hinausgehend natürlich auch genug Platz da sein muss, um diese Menschen überhaupt warten zu lassen, ist der Run neben dem ganz normalen Praxisgeschäft eigentlich fast nicht zu machen. Und das hat uns veranlasst zu überlegen, wie bekommen wir Sie, sprich jeden in Born, Bracht und Brüggen, möglichst schnell geimpft. Und deswegen haben wir einen Plan entwickelt, den wir Ihnen gleich im weiteren Verlauf weiter vorstellen wollen. Wir werden die Burggemeindehalle für einen Zeitraum von circa 4 Monaten, beginnend ab möglicherweise April, genau kann ich Ihnen das noch nicht sagen, vorhalten, um sie zu einer Impfschwerpunktpraxis umzubauen. Wir werden dann versuchen, mehrere 100 Personen pro Tag gleichzeitig impfen zu können, um sie alle, die sie impfwillig sind, möglichst schnell in einen sicheren Hafen zu bringen. Sie wissen alle, dass wir nicht von 100%iger Sicherheit ausgehen können, aber 94%ige Sicherheit ist schon viel. Und wenn das Bestreben unsererseits wirklich fruchtet, das heißt, dass wir innerhalb von 4,5 Monaten sie alle mit einem Impfangebot versehen können, dann haben wir gewonnen, dann sind wir durch. Das heißt nicht, dass der Lockdown dann vielleicht weniger kommt. Wir können nicht die Entscheidungen auf der Bundesebene beeinflussen. Aber wichtig ist, es sterben keine Menschen mehr. Das ist ein hohes Anliegen und deswegen sind wir auch bereit, die Burggemeindehalle, zumindest einen Teil davon, zur Verfügung zu stellen. Dies hat der Rat in der letzten Sitzung am letzten Dienstag so auch bestätigt. Man hat uns den Auftrag gegeben, weitere Planungen durchzuführen. Und wir werden dann vermutlich im März des Jahres bei einer weiteren Ratssitzung beschließen, dass diese Impfschwerpunktpraxis hier auch errichtet wird. Ich hoffe, dass es für Sie ein endlich mal hoffnungsvolles Zeichen ist, wie wir gemeinschaftlich es schaffen können, aus dieser Krise rauszukommen. Diese Durchhalteparolen, die immer wieder ausgegeben werden, sind schön und gut, aber Sie wissen selber, sie zermürben. Ich glaube, zum ersten Mal haben wir jetzt eine Chance, wirklich aktiv zu werden. Und in diesem Zusammenhang werden wir nicht nur Kolleginnen und Kollegen der Gemeindeverwaltung bitten, daran teilzunehmen. Nein, wir werden auch das Rote Kreuz bitten. Wir werden die Kollegen der Feuerwehr bitten. Und wir werden auch vielleicht Sie bitten, im Rahmen von Fahrdiensten uns zu helfen, Menschen, die vielleicht nicht mobil sind, in diese Schwerpunktpraxis zu bringen. Lassen Sie uns das als gemeinschaftliches Thema anpacken. Lassen Sie uns die Ärmel aufkrempeln und diesem Virus die Stirn zeigen. Ich hoffe, dass wir es dann gemeinsam schaffen. Vielen Dank für Ihr Zuhören. Im weiteren Verlauf wird Marc Pollen, der diese Arbeitsgruppe im Schwerpunktpraxis leitet, mit mir zusammen Ihnen zeigen, wo wir genau beabsichtigen, diese Praxis einzurichten. Ihnen alles Gute und bitte bleiben Sie gesund. Wir befinden uns jetzt hier in der Burggemeindehalle und zwar in dem Teil der Halle, der zukünftig als Impfschwerpunktpraxis eingerichtet werden soll. Und ich darf Ihnen Marc Pollen, den Leiter unserer Feuerwehr, vorstellen, der auch gleichermaßen Leiter
der Arbeitsgruppe Impfschwerpunkt Praxis ist. Herr Pollen, vielleicht können Sie mal skizzieren, darstellen anhand des Planes, den wir auch weitergehend Ihnen zur Verfügung stellen, was beabsichtigt ist. Also wir haben ein Drittel der Burggemeindehalle, werden wir fest als Impfschwerpunkt Praxis nutzen. Da kommen auch feste Einbauten rein. Dort haben wir einen Wartebereich vor der Impfung und 6 Impfkabinen. In den 6 Impfkabinen werden wir, wenn genügend Impfstoff vorrätig ist, pro Tag ca. 300 Leute impfen können. Es wären in der Woche dann 1500 Personen. In einem weiteren Teil der Halle, bis zur ersten Hälfte, werden wir noch einen Wartebereich nach der Impfung installieren. Der ist aber ganz flexibel nutzbar und nur zu Zeiten des Betriebes der Impfpraxis in Beschlag. Vielen Dank. Ich hoffe, dass Sie unsere Meinung teilen, dass an dieser Stelle die Einrichtung dieses Drittels der Halle es wert ist, für diesen Zweck vorbehalten zu sein. Und ich hoffe, dass Sie uns bei dem Zweck, uns möglichst schnell in einen Impfschutz zu bringen und damit Menschenleben zu retten, unterstützen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.